Freunde. Hier ist wieder Windrad 2020. Ich bin heute im Windpark Köterberg, Niese Köterberg, unter einer Attacke TW600E. Ja, ist alles nass hier. Es hat eben ein sehr kräftiges Gewitter hier gegeben. Deshalb stehen die wahrscheinlich auch still, denke ich mal. Ja, aber jetzt ist die Sonne rausgekommen. Und es ist ein sehr, sehr schöner Tag. Ja, da steht die andere. Die haben auch unterschiedliche Nabenhöhen. Ich stehe jetzt hier unter der größeren Anlage. Ja, hier war ich auch noch nie tatsächlich. Trip ist auch total eingewachsen. Sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr schöne Anlagen. Gefallen mir. Schade, dass sie stillstehen, aber kann man jetzt auch nicht ändern. Ja. Hier soll ein Repowering geplant. Und zwar sollen hier diese beiden Anlagen sowie die Nordex N27 und N29 im Windpark Niese, wo es jetzt gleich hingeht, repowered werden. Und dafür sollen drei Nordex N149 Anlagen hierher kommen. Ja, schade um die Altanlagen, aber ich freue mich auch schon auf die neuen. Sieht dann bestimmt auch eindrucksvoll aus, wenn die großen Anlagen hier stehen. Ja, schade, dass sie still steht auf jeden Fall, aber naja. Gut, Freunde. Ich würde sagen, dann war es das hier schon von diesem kurzen Video aus dem Windpark Köterberg. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video vom Windpark Niese. Bis dann. Ciao, ciao. So, hi Freunde. Ich bin's wieder, Windrad 2020. Ich bin jetzt hier im Windpark Niese unter einer Nordex N29 Anlage, schön auf Gittermast, also nicht so wie in Densen auf Rohrturm, steht leider still, nach dem Gewitter hat der Wind ganz schön abgeflaut, aber naja, Hauptsache ich kann sie filmen, ich war ja auch noch nie tatsächlich in dem Park, gefällt mir gut auf jeden Fall. Ja, es drehen sich vier Anlagen, vier N27, die beiden N29 stehen still. Aber naja, kann man jetzt nichts machen. Auf jeden Fall steht sie jetzt so in der Gegend rum und wartet wahrscheinlich drauf, dass Wind kommt. Ja, hier in der Region dreht sich jetzt auch nicht das meiste tatsächlich, wenn ich mich mal umdrehe. In Fürstenau drehen sich zwei oder drei. In Bremer Berg steht eine still. Und in Hoher Haus steht die E82. Ja, die Delta 4000 steht auch noch still. Die Inbetriebnahme ist wohl September. Aber naja, kann man jetzt nichts machen. Ja. Schönes Ding auf jeden Fall. Aber naja, ich gehe jetzt mal weiter zu einer N27 und da werde ich wahrscheinlich zwei von filmen. Aber ja, da ist nochmal Windpark Köterberg, wo ich eben war. Und ja, bis dann. So, jetzt bin ich unter einer Nordex N27 mit 150 kW. Ja, schläft auch fast ein, dreht sich sehr langsam. Wind lässt definitiv nach, wie ich schon gesagt habe, nach dem Gewitter. Schade. Ja, irgendwas ist da auch im Rotorblatt, Klebereste oder so. Was mir aufgefallen ist, ich war auch unter der Anlage da tatsächlich, mit Windrad-Hannes. Windrad-Hannes ist auch heute dabei. Die hat 250 kW und der Rest, bei einer weiß ich nicht, hat 150. Seltsam. Naja, aber ist auf jeden Fall ein richtig schönes Ding. Da die nächste. Ich feiere Gittermastanlagen. Ich hoffe, da kann ich auch unter irgendeine mal richtig drunter, aber da ist so viel Unkraut, das mache ich nicht so gerne dann. Ja, dieses Geräusch ist auch komisch, aber naja, irgendwelche Klebereste im Blatt. Ja, da ist auf jeden Fall eine Anlage, die mit 250 kW ist das. Und die hier hat 150. Ja, jetzt ist nur eine Frage der Zeit, wie lange sie noch stehen, weil ja, wie gesagt, hier repowered werden soll. Hier sollen ja, wie gesagt, wie ich schon im Video von Köterberg gesagt habe, Delta 4000 hin, drei Stück. Zwei hier oben bei den Nordex, bei den kleinen. Und eine dann bei den Tacke da oben. Ja gut, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder bei der Anlage da. Bis gleich. So, jetzt bin ich noch unter einer anderen N27. WKA1 ist das. 150 kW Maschine. Ja,
Jetzt drehen sich hier im ganzen Windpark auch nur noch zwei Anlagen, die hier und die mit 250 kW. Ja, schade. Aber naja, ist jetzt auch nur noch kurz von dieser Anlage hier. Ja, schönes Ding auf jeden Fall, wie halt in Wurstollen. Ja, die hier vorne ist defekt. Steht schon seit Wochen oder Monaten. Ja, und sonst sind eigentlich alle in Betrieb, nur halt heute ist kaum Wind. Vor dem Gewitter war richtig Wind eigentlich. Da hat sich alles gedreht und jetzt nach dem Gewitter, keine Ahnung, wie weggeblasen wortwörtlich. Ja, hier sind auch Klebereste oder so weiter oder so im Blatt. Ah, naja. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, war's das hier aus dem Windpark Niese. Wahrscheinlich das letzte Video, bevor die Anlagen verschwinden werden, wegen des Repowerings. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.